Hey Leute, willkommen zurück zu Max Plays Dawnfall Unification mit der erweiterten Kampagne. In der letzten Woche haben wir die Necrons endgültig besiegt und vertrieben und damit auch den vierten von fünf Planeten eingenommen. Und heute werden wir auf den letzten Planeten überspringen. Und ich habe mir auch eine Reihenfolge überlegt, wie wir das hier einnehmen werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Irgendwie ende ich immer gerne mit der Tau-Festung. Weiß nicht wieso. Aber so habe ich mir das überlegt, dass wir heute die Scaries angreifen. Ich glaube, das ist gar keine so große Map. Und da spielen wir auch eben gegen die besagten Tau. Und wir sind meines Erachtens... genau, hier haben wir mit Inquisition gespielt. Das sind jetzt wieder die Grey Knights. Tja, truppenmäßig wäre wahrscheinlich gut, noch die Strike Score zu haben. Weil wir haben zwei Gegner gegen uns und je nachdem, wie die Siegbedingung aussieht und Tau, müssten wir einen kaputt rushen. Sonst sieht es relativ schnell, relativ düster für uns aus. Genau, wir spielen ja gegen die Tau und haben jetzt... mit Restricted Tiering anstatt Dingsbums an. Das heißt, wir könnten jetzt auch, ich muss kurz ein bisschen spielen und nachdenken zur selben Zeit, können jetzt auch wieder Nahkampftruppen einsetzen. Und mein Ziel ist es, diesen hier und hier übrigens die Gegner. Mein Ziel ist es, dass die 1, dass die 2 mit Interceptoren Druck zu machen, sozusagen. Und du gehst direkt mal zu dem dran. Und dann werden wir versuchen, möglichst gleich ein paar Interceptoren zu bauen. Und du nimmst mal hier alles ein. So. Dann gucken, wenn du hier fertig bist. Und dann hier bauen und jetzt machen wir ein paar Interceptoren. Wenn wir die haben, können wir hier anfangen. Plasma. Nee. Falsch. Meltas. Psycannons. Psycannons. Beziehungsweise keine Psycannons. Du bist nur Nahkampf. Und du auch erstmal nur Nahkampf. Genau, und hier müssen wir dann auch noch einen Typen dazu bauen. Genau, du bist auch noch Nahkampftruppe. Und wir bräuchten jetzt mal noch einen im besten Falle. Weil wir jetzt keine Möglichkeit haben, ne? Also machen wir mal, versuchen wir mal den ersten Stunk zu machen. Restricted Tiering hält uns jetzt auch nicht so groß davon ab. Wir haben eh schon genügend. Und da stehen sie direkt, die Jungs. Hier. Gegen Tau ist auch sogar regelrecht vorteilhaft, natürlich Nahkämpfer zu nutzen. Aus offensichtlichen Gründen. Die haben ja nicht die größte Reputation, gute Nahkämpfer zu haben. Hey, um es mal so auszudrücken. So, wir brauchen unbedingt mehr Leute hier. Wir brauchen mehr Income. Sieht erstmal ganz gut aus hier. Nahkampf geht gut. Ein paar Unsichtbare, aber die machen nur Anti-Vehicle Damage. Das ist also quasi vollkommen Brille. Omnisire. So, und dann könnten wir auch gleich, wenn der hier fertig ist, noch einen weiteren Interceptor machen. Dann nehmen wir Thunderhammer. Beziehungsweise Moment, wir machen hier erstmal noch einen Interceptor. So, perfekt. Und jetzt könnten wir jetzt mal da eine Granate reinwerfen. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt können wir die Hammer machen. Hast du True Sight? Ja, hast du, ne?
Ansonsten, du hast gerade ganz schön ange... Ja, weil die Dingsterbums machen Anti-Vehicle-Damage natürlich. Tu mal hier vor. Ist das schon fertig? Ja. Gut, ansonsten sieht es erstmal ganz gut aus hier. Muss ich mal um die Unsichtbaren. Nimmst das mal ein. Ja, hier müssen wir nach vorne kommen. Die hier ausrasten. Sehr gut. Läuft. Jetzt brauchen wir gerade einfach noch mehr Ressourcen, dass wir jetzt noch mehr Interzeptoren ausprügeln können. Und wir müssen vielleicht auch mal vor allen Dingen die Granaten haben, damit dann Melterbombs. Damit kommen wir dann auch ziemlich gut gegen die Basen klar. So, ansonsten. Und jetzt auch Thunderhammers. Okay, du bist hier fertig. Gut, dann baust du dort mal einen Listening Post. Den Punkt wird wieder eingenommen, ist nicht so schlimm. Mehr Interzeptoren braucht das Land. Du hast keinen True Sight, aber du doch bestimmt. Kannst du das mal einnehmen? Okay. Jede Menge Punkte. Oh, da ist schon mal ein Skyray. Stingray, was auch immer. Ray. Bitte hier hin. Alter Bombs. Ich habe gar nicht auf die Siegbedingungen geachtet. Es war Korn und das anscheinend kartenabhängig, wie viel man töten muss. Jetzt waren das nur 5000, weil es eine kleinere Karte war. Interessant. Zumindest haben wir das jetzt hier eingenommen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir nicht mehr angegriffen werden, beziehungsweise das Auto-Resolve das klärt. Nächste Woche gehen wir dann in, marschieren wir dann in Xerhu Lea ein, bevor wir dann zu der zum Hauptquartier der Space Marines vorrücken. Gut, Freunde, an der Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.